Hallo zusammen, ich habe hier ein 12 Volt, 24 Volt Kompressorkühlschrank WEMO 106. Also wir haben Modell N und wir haben Modell F. Modell F heißt flacher Rückwandverdampfer ohne Eisfach. Was ist jetzt der Vorteil, wenn ich ein F habe? Wir haben hier hinten am Wärmetauscher eine Eisbildung. Diese Eisbildung haben wir an jedem Kühlelement. Das ist Physik. Aber sobald wir die Temperatur erreichen, schaltet der Kompressor aus. Das Kühlelement wird wärmer und das Wasser läuft hier in diese Tropfschale. Und dann können wir es entweder auffangen oder hinten wegleiten. Wir haben eine Innenbeleuchtung und das wäre dann Standardgerät 106F. Das wäre das Gerät 106F mit dem externen Kühlaggregat. Die Maße sehen wir hier, er hat Absorbermaß 525 Breite und wir haben hier sehr viele Optionen. A, 230 Volt. Vorrangschaltung. Wir haben also hier ein 230 Volt Kabel, ein zweipoliges Kabel und sobald wir das einstecken, läuft auf 230 Volt, 220 Volt und dann, wenn wir wieder ausziehen, geht er zurück auf 12 Volt. Dann haben wir als zusätzliche Option drin, das führen wir aber noch nicht im Katalog, das ist ein externer Thermostat. Wir haben jetzt 7 Grad im Kühlschrank, wir haben dann hier den Hauptschalter, wir können hier lange drücken, Kindersicherung, das Gerät geht aus, wir haben hier unten drin immer noch eine kleine Positionslampe, dass Strom drauf ist und hier wieder lang drücken. Dann geht der Kühlschrank wieder an. 7,4, das ist natürlich logisch, wenn ich jetzt das hier die Türe offen habe. Und wir können hier über die Taste Set drücken, zweimal. Um 4,7 können wir herunterstellen auf 4 Grad. Dann geht der Kühlschrank runter auf 4 Grad, geht bei 4 Grad aus und erwärmt sich bis auf plus 6 Grad. Also 2 Grad Differenz, das können wir aber umstellen, die Betriebsanleitung ist dabei. Und sonst habe ich sicher mal irgendwo ein Video gemacht drüber. Weiter kann man bei diesem Kühlschrank, der hat ein externes Kühlaggregat. Das externe Kühlaggregat Standard ist 1,5 Meter Leitung, aber ihr könnt auch die Leitung haben mit 6 Meter. Irgendwo unter das Fahrzeug, hinten im Kofferraum. Das Verlegen ist ein anderes Thema. Das zweite ist, wir haben Kupplungen als Option. Kupplungen heißt, wir können die Leitung trennen. Wir können beim Boot durch einen Schott durchfahren, Loch 50 mm, das Loch wieder zumachen. Ja, das sind eigentlich die großen Optionen, die es gibt. Es gibt noch ein Aggregat. Befestigungswinkel, wenn wir das Aggregat an die Wand hängen müssen, und ein Einbaurahmen, bei dem wir den Kühlschrank einbauen können. Wir haben auch beim Kühlschrank hier eine Standardlüfterstellung. Wenn ich hier oben den Riegel rüberfahre, hängt der Kühlschrank hier an und er ist hier ein Spalt offen. Das heißt, wenn ich den Kühlschrank nicht brauche, lasse ich den so stehen, dass er keine Geschmacksbildung hat, weil wir haben in einem Kühlschrank, das ist, wenn er zu ist und nicht im Betrieb und er wird warm, weil es im Fahrzeug auch warm ist, ein schöner Brutkasten für Bakterien und die geben natürlich dann einen Geschmack ab. Aus diesem Grund sollte man einen Kühlschrank immer wieder
Also immer offen stehen lassen, wenn man ihn nicht braucht. Ja, zur Einrichtung, hier gehen Literflaschen, 1,5 Liter Flaschen rein. Hier haben wir zwei kleine Gemüseschalen, Tabla vorne mit Halter, dass beim Fahren nichts rausfällt. Kommen wir zu den technischen Daten. Eben 133 Liter Inhalt, die 1224 Volt, Temperaturbereich, standardmechanischer Thermostat ist von plus 10 bis minus 5. Mit dem elektronischen Thermostat, den wir jetzt hier drauf haben, kann ich da eigentlich von plus 50 bis minus 50 Grad einstellen, was nicht heftig Sinn macht. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen haben wir 12 Watt Energieverbrauch. Das heißt 1 Ampere pro Stunde. Also wenn ich eine 100 Ampere Stunden Batterie habe, läuft der Kühlschrank 100 Stunden damit. Also eine 100 Ampere Lithium Batterie. Bei der Bleibatterie darf ich nur die Hälfte rausnehmen, dann ist es nur die Hälfte. Bei 5 Grad innen, 32 Grad außen habe ich gute 21 Watt Stromverbrauch, also im Sommer sind dann das schon gegen 1,7 Ampere, die er pro Stunde zieht. Die maximale Leistungsaufnahme beim Starten, wenn es warm ist und so weiter, ist 70 Watt, die ist aber nicht relevant, das ist höchstens ein Thema, wenn man das Teil übers Netzgerät betreibt. Der Peak beim Einschalten, aber der Peak ist 160 Watt, also das ist nochmals kein Thema. Wir haben genügend Leistung, um den Kompressor, also 70 Watt, auch Leistungsreserve zum Runterkühlen. Ja, das ist unser 106F. Wenn irgendwelche Fragen sind, anrufen, Mail schreiben, in die Kommentare damit. Ich mache hier euch den 106N, das ist der mit dem Eisfach. Und wir haben den gleich großen Schrank ohne das Aggregat, das heißt, ja, nehmen wir ein Aggregat, aber nicht extern, sondern sitzt das Aggregat hier unten drin. Das ist dann der 100, der 96er. Ich wünsche euch einen schönen Tag.